Hey ho, willkommen zurück zu Terranigma. Yay, im letzten Part haben wir den ersten Turm geschafft und dadurch die Weberei wieder aufstehen lassen und sind ein bisschen einkaufen gegangen. Ich habe mir da Magien gekauft, wo ich noch keine Ahnung habe, was die eigentlich bewirken. Auf jeden Fall sehe ich hier einen weiteren Turm, also gehe ich rein. Turm Nummer 2. Okay, kommt jetzt wieder die Fratze? Nee, es geht automatisch auf, okay. Sehr schön, yay, dann hüpfen wir mal rein in den Turm. Okay, mal sehen, was dieser Turm denn für mich zu bieten hat. Da ist auf jeden Fall wieder so ein Kristall. Den möchte ich gerne haben, denn. Ja, weil damit kann ich ja dann Magien scheinbar kaufen. So, schwupp, schwupp. Igitt, so. Geld, 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 Geld. Gib mir das Geld. So, sehr schön. Ich brauche Geld, weil Geld regiert die Welt. Und ein neuer Kristall. Damit kann ich Magien kaufen. Yay, yay, yay. Hier stehen überall Inka-Statuen oder so. So, stirb, stirb. Oh, ich bin schon stark. Ja. Aber wahrscheinlich noch nicht stark genug. Ja, weil ich geröstet wurde. Geröstet, geröstet. Yay. Rösti. Ah, gut, ich habe wieder eine Seele befreit. Aber vorher möchte ich die Truhe gucken. Ich bekomme Taler. Gut. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viele das waren. Das ging zu schnell. Betrachte die Statuen und ihre Juwelen in ihrer Stirn. Okay. Juwelen in ihrer Stirn, da. Grün, rot. Grün, grün. 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 Okay. Also sind die hauptsächlichen wahrscheinlich alle grün und da ist ein roter und auf der anderen Seite war dann auch ein roter. Das heißt, irgendwas muss es mit denen auf sich haben. Kann ich die schieben oder so? Ja, natürlich. Okay, das war nicht schwer. Das war ein ziemlich einfaches Rätsel. Ah, stirb. Neuer Kristall. Und eine neue Seele. Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Goldene Schalter? Was hier? Da ist ein Schalter, aber der ist nicht golden. Oh gut, ich habe ihn mal gedrückt. Vielleicht bewirkt es ja was. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da war ja auch eine Statue. Ah, die Gegner spawnen neu. Das ist gut. Das heißt, ich könnte hier mal irgendwann leveln. Werde ich vielleicht auch mal machen, so eine Trainingseinheit. Nochmal die Seele befreit. Sagt sie jetzt nochmal? Ne, gut, sie sagt dasselbe, okay. Ich dachte, vielleicht würde sie jetzt nochmal einen anderen Hinweis oder sowas geben. So, so. Schön die Gegner kaputt kloppen und Geld einsammeln. Und dich dann auch nochmal schieben. Ja. Ja, das ist offensichtlich gewesen. So, und so. Oh. Ein Druide oder sowas? Ein richtiger Magier? So, der Magier starrt dich böse an. Nichts geschieht, okay. Ja, der Magier starrt. Ich bin gelähmt. Nichts geschieht. Kann ich mich auch mal wieder frei bewegen? Gut. Die gefallen mir nicht, diese Magier. Überhaupt nicht. Ah, nochmal eine Heilknolle. Sehr schön. Ich habe noch nicht eine davon gebraucht bisher. Ah, da ist wieder so ein Schalter. Ah, cool. Ich habe gesehen, da ging was auf. Aber ich möchte mich hier noch umsehen. Da ist nochmal ein Magier. Yay. Er kann mich gar nicht anstarren. Ich stehe unter ihm. So. Ja. Ganz komische Sache. Okay. Ja, dann kann ich jetzt hier durchgehen. Okay. Jetzt bin ich hier. Gibt es hier auch noch was? Ja, nochmal Magier. Stirb, 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 stirb. Tot. Aber die geben gut Punkte. Also Geld auch vor allem. Ne, die kann man nicht schieben, sonst wäre eine Animation gekommen. Das heißt, ich muss die Gegner plätten. Ganz normal. Und dann habe ich ja hier die beiden Schalter. Okay. Das ist jetzt was. Ah, okay, ich sehe schon. Ja. Oh, das ist ja natürlich doof mit dem Magier, wenn er da mitten im Weg steht. Deswegen stirb. So, geht doch. Mein Gott, der gibt mir auch viel Geld. So. Okay. Gucken, gucken, gucken. Hier wird wahrscheinlich auch irgendwo wieder so ein Magier stehen. Ah, ich möchte nicht gerüstet sein. Okay, jetzt habe ich diese ganzen Schalter betätigt. Okay, es geht hier weiter. Gut, ist simpel bisher, muss ich sagen. Oh Gott, das sieht groß aus. Nee, jetzt kommt ja irgendwie gleich so ein Gegner, der mich erschrecken will. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Kristall.
Okay, hier sind... Muss ich die schieben? Okay, ich kann die nur einmal schieben. Gucken, ob hier noch mehr rote sind. Wahrscheinlich auf der anderen Seite immer parallel wahrscheinlich, ja. Gut, jetzt habe ich beide geschoben. Und hat sich was getan? Kann ich jetzt... Ja, ich kann hier hoch. Okay. Wahrscheinlich wäre er versperrt gewesen. Oh, da ist ja schon der Typ wieder. Ja, das ist ja denn... Ein kurzer Turm gewesen. Okay, der Schalter ist da drüben. Ich kann da auch nicht rüberspringen. Ist denn hier wieder irgendwie so eine Statue zum Schieben? Ne, das sind grüne. Grün, 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 grün. Grün, hä? Hallo? Wie komme ich zu dir rüber? Kann ich hier rüberspringen? Einfach so ganz simpel? Nee. Moment. Kann ich das... Ah, okay. Gut, gut zu wissen. So, hi. Herzlichen Glückwunsch, haha. So soll es sein, tritt ein. Achso, ich darf hier direkt eintreten, ohne irgendwas zu machen, gut. Achso, ich dachte, jetzt kommt nochmal irgendwie so eine Gegnerhorde. Scheinbar kriege ich jetzt schon den nächsten Kontinent. Gut, das war ein recht kurzer Turm. Dann schaue ich ja sogar vielleicht noch den dritten Turm. So, komm runter, liebe Kugel. Zeig mir, was du für mich hast. Bin gespannt. Was werden wir jetzt sehen? Nächsten Kontinent. Australien. Australien ist auch ein Kontinent. Vielleicht zeigt man ja mir Australien. Oder Europa. Ne, wir haben ja schon Eurasien. Ich glaube, dann werden wir Europa nicht nochmal einzeln bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal. Wie viele Türme gibt es eigentlich? 4 oder 5? Ich weiß es gerade nicht. Okay. Wenn das jetzt der Kontinent darstellen soll, habe ich keine Ahnung. Welcher Kontinent sieht denn so aus? Afrika vielleicht? Hm. Okay, ein Gewitter. Blitz und Donner. Yay. Vielleicht noch Regen dazu? Ja, natürlich. Ein richtig geiles Unwetter dann. Igitt, igitt, igitt. Okay. Könnte wirklich Afrika sein. Oder Südamerika, eins von beiden. Mal gucken. Wird mir ja gleich gezeigt. Ja genau, setzt sich wieder auf, da auf die Karte rauf. Dann ist sie aber... Bei Australien kann es nicht sein, also von daher... Ist die Karte nicht geografisch korrekt. Okay, eine Figur ist da drauf. Ja, Südamerika, okay. Kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Hm. Wir haben wieder Leute befreit. Keine Ahnung, wo die sind. Ich laufe jetzt aber auch nicht zurück in die Stadt. Das kann ich ja dann irgendwann mal machen. Sehr schön. Ja, das war Turm Nummer 2. So, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht auch noch Turm Nummer 3 finde. Wenn ich gerade schon hier bin. Ja. Okay, hier haben wir zwei Türme direkt nebeneinander. Ich gehe einfach hier rein. Turm Nummer 3. Gut, dann machen wir auch noch Turm Nummer 3. Aber wenn ich schon hier bin, dann mache ich das auch. I. Okay. Okay, okay. Ah ja. Das war aber ein knapper Sprung. So. Hüpp. Gut. Ah ja, die Türme werden anspruchsvoller. Okay, hier muss ich wahrscheinlich laufen. Wahrscheinlich fallen die Dinger... runter. Okay. Da musste ich wahrscheinlich hier sogar runterfahren, um diesen Kristall zu finden. Interessant. Gefällt mir. Ist hier jetzt noch ein Gegner? Ja, natürlich. Immer schön die Gegner kloppen. Weil wir brauchen Erfahrungspunkte. Yay, 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 yay. So. Und Geld. Geld, Geld, Geld. Lauf. So. Bloß nicht zu weit laufen. Und das wieder runterstürzen. So, nochmal ein bisschen Zaster einsammeln. Ah, eine Truhe. Und eine Heilknolle. Und nochmal ein Gegner, gut. Kann ich auf der anderen Seite... Ne, ich kann... Hä? Komisch, naja, egal. Darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken, ich latsche einfach weiter. Ah ja, nochmal ein paar Gegner, yay.
Den Gegner, ich mache irgendwie zu wenig Schaden. Ich brauche bald eine neue Waffe. Der Speer ist zwar toll, gefällt mir auch. Aber wenn der ist so. Oh Gott. Okay. Muss ich gucken, wie ich das mache. So. Immer schön ruhig. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Oh, ganz viele Schalter. Igitt. Ja. Hüpf. Nee. Hat nicht funktioniert. Kann ich mit den... Ah. Ah, okay. Okay, okay. Ja, den kann ich dann so lassen. Den müsste ich ein bisschen weiter runter haben. Und dich dann dahin. Sollte ich mir hier so eine schöne Brücke baue. Okay. Gut. Hat funktioniert. Okay, nochmal ein paar Speere. Da. Da. Licht. Ich habe Licht. Wächter erscheint. Autschi. Igitt. Wächter schafft ein Vakuum. Och, och. Och, komm. Das ist ja doof. So, so. Autschi. Ja, gerostet. Ach komm, dann leck mich doch. So. Stirb, du Ball. So, dann lasse ich diese komischen Eisviecher in Ruhe. Wenn das so läuft, nö. Wahrscheinlich müsste ich da meine Magie einsetzen. Heißt eigentlich, ich gehe mal hier rein. Utensilien, Bibliothek. Utensilien. Nee. Moment, was ist das hier unten eigentlich? Ah, Zauberschatulle. Ja, ausgerüstet. Schon ausgewählt. Nein. Okay, dann gehe ich wieder raus. Ja. Ach komm, ich lass die Gegner mal Gegner sein. Oh Gott. Die können ja auch angreifen. Okay. Okay. Wie geht's? Ja gut. Hat er mich halt erwischt. Hat er mich halt erwischt. Hat er mich halt Aua. Gut. Viel Schaden genommen. Ach, jetzt geht das wieder los hier. Nochmal das Spielchen hier spielen. Schwupp. Aha. Na. Schwupp. Ah, das war ein bisschen tief, ne? Ah, ich versuch's trotzdem mal. So, so. Ah, hat funktioniert. Gut. Denn ist ja alles super. Wenn's funktioniert, bin ich zufrieden. So, jetzt nochmal nicht doof sein. So. So, und dich lasse ich jetzt in Ruhe. So. Wieder die Klubschis die kaputt kloppen. Klubschi. Ah, ich krieg ein Level up. Sehr schön. KP steigt um 8. Stärke steigt um 1. Abwehr steigt um 1. Und GL steigt um 1. Yay. Oh, nicht schlecht. Aber ich sollte wirklich mal so eine Trainingseinheit vielleicht auch mal einlegen. So offscreen. Mal ein bisschen leveln einfach mal so. Kann ja auch nicht schaden. Ja, der Magier starrt mich an. Ich bin gelähmt, natürlich. Hallo. Onkel, stirb. Ah ja. Hüpfidüpf. Wow, das war ein knapper Sprung. Igitt. Nein, nicht nochmal mit so einem Ding. So, stirb. Ah, diese blöde Magier. Stirb. 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 Oh nein, schon wieder gelähmt. Und schon wieder. Hallo. Oh, das ist unfair langsam. Ja, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Ich sehe mich ja nicht mal mehr. So. Stirb. Meine Güte. Stirb. Okay. Mal ein paar Stacheln. Oh ne, nicht schon wieder so ein scheiß Wächter. Nein, 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 nein. Nicht, 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 nicht. Aha. Oh. Kann ich. Nee. Gut, hat nichts gebracht. Also weg hier. Komm ich hier. Achso, geht automatisch. Na toll.
geht automatisch auf. Ich muss auch mal langsam auf meine KP achten. Ist das doof? Da. Stirb. Gut. Schalter klicken. Ich erledigen. Ja, roste mich halt. Ach, weißt du was? So. Scheiß auf den Gegner. Was? Oh. Oh. Das ist aber nett. Das ist nett. Schön viele Gegner. Da war ein einzelner Punkt, der mich jetzt geröstet hat. Ich glaub's auch. Na komm, ich mach die Gegner jetzt kaputt. Stirbt. Flupp und Geld. Oh, ich hab schon viel Geld. Das ist gut. Sehr schön, sehr schön. Diese ollen Hubbers zerstören. So. Oh Gott, der Part. Der geht schon ziemlich lang diesmal. Ach komm, ist egal. So. Völlig egal. Dafür waren die anderen Parts recht kurz. Von daher kann ich auch mal so einen längeren Part machen. So. Hier waren noch mehr Hubbers. Naja. Stirb. Sehr schön. Voll Geld und Erfahrungspunkte sind ja nie verkehrt. Gut. Sind wir jetzt langsam mal durch. Ich hoffe es zumindest. Oder kommt jetzt noch irgendwas Fieses? Okay, hier passiert gar nichts. Ah. Die Stimme des Wächters ertönt. Du hast wirklich großen Mut. Willst du hinein? So besteht diese Prüfung. Ah, okay. Mal wieder eine Prüfung. Oh Gott. Schattengeister. Schattenmagier wäre echt. Okay. Ah. War ein Trugbild. Na toll. Na komm. Nichts geschieht. Okay. Hallo? Gut. Keine Ahnung, wer ist denn der Echte? Oh, echt? Oh, echt? Okay, gut. Keine Ahnung, wie man das erkennen sollte. So soll es sein. Tritt ein. Oh, kriegen wir unseren nächsten Kontinent. Hurra. So, zwei Türme in einem Part gestopft. Okay. So, die magische Kugel. Zeig mir den nächsten Kontinent. Welchen bekommen wir jetzt? Nordamerika. Wer weiß. Mal schauen. Ja, dreh dich und dreh dich und dreh dich und dreh dich. Ja, komm schon. Kann man das nicht irgendwie skippen, da dieses ganze Gedrehe? Mhm. Bitte schön rauszoomen und... Okay. Von der Form her würde ich schon fast sagen, das ist Afrika. Von der Form her auf jeden Fall irgendwie. Mal sehen, wir werden es ja gleich erfahren. Erstmal gucken, welches Unheil uns hier erwartet. Die ewige Nacht oder wie? Entweder ewige Nacht oder eine Dürre. Eins von beiden soll es bestimmt darstellen. Na gut, da der Mond jetzt auftaucht, wird es wahrscheinlich die ewige Nacht sein. Ich dachte erst, das wäre ein Totenschädel, ganz ehrlich. Aber es ist tatsächlich der Mond, okay. Die Krater sind schön gemacht. Okay, oh Gott, der Part dauert wirklich fast schon 20 Minuten gleich. So lange soll ein Part eigentlich nicht dauern. Naja, egal. So, kriegen wir wieder unsere schöne Karte, ja. Und welcher Kontinent ist es? Ja, das ist Afrika, eindeutig, mit der Pyramide. Kann nichts anderes sein. Ja, Afrika kehrt aus den Tiefen des Meers an die Oberfläche zurück. Yay! Okay, und wir haben wieder einen Teil des Dorfes erlöst.
Sehr schön. Das läuft gut. Gut, okay. Dann bin ich an dieser Stelle den Part und mache beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Tschüss.